you need is a friend. Mein Name ist Malkowski Cecilia, das ist mein Mann Malkowski Johann und das ist unsere Lilly, die ist 1,5 Jahre alt. Die haben wir privat gekauft, mehr oder weniger von der Straße weg. Lilly ist unser tierischer Held. Sie hat den Schlaganfall von meinem Mann gemeldet. Das war in der Früh, hat sie mich aufgeweckt. Mein Mann ist schon aufgestanden und ist auf der Couch gesessen. Und die Lilly war sehr, sehr unruhig und hat mich immer wieder zum Aufstehen bewegt. Bis ich dann rausgekommen bin und gesehen habe, dass mein Mann nicht gut geht. Und ich musste bei ihm bleiben, bis ich ihm dann die Rettung verständigt habe. Vor kurzem hatten wir einen Wasserschaden vom Mieter ober uns. Das war mitten in der Nacht um 2 Uhr. Da ist sie zu mir ins Bett gehüpft, an mir herumgetrampelt, wie eine Irre, die Decke weggezogen. Ich bin aufgestanden und dann bin ich eh schon im Wasser gestanden. Dann habe ich gewusst, oh Gott, ja, da ist was passiert. Und deshalb ist für uns die Lilly unsere tierische Heldin. Hallo, mein Name ist Eva Fohler und das ist Sammy, mein nominierter Hund. Warum ist der Sammy mein tierischer Held? Er hat mir das Leben gerettet vor 6 Jahren. Und zwar hat er immer im Garten mit dem Handy gespielt, wie er noch klein war, und hat das Handy versteckt irgendwo. Und ich habe ihm immer gefragt, wo hast du das Handy? Er hat mir es dann gebracht. Und ich den Unfall zu Hause hatte, ich hatte den Kasten ausgeräumt und ausgesaugt, das mache ich 2-mal im Jahr, und bin über irgendetwas drüber gefallen und bin voll in die Bettkante gefallen mit dem Rücken. Ich konnte mich überhaupt nicht mehr bewegen. Ich hatte mir damals 8 Rippen gebrochen, einige Rippen in die Lunge gesteckt. Nach kurzer Zeit ist mir auch das Blut aus dem Mund geronnen. Und ich habe immer nur gerufen, Sammy, bring mir das Handy, bring mir das Handy. Und ich habe weitergerufen, dann kam er wirklich mit dem Handy und hat mir das Handy gebracht. Ich konnte meine Tochter verständigen. Und im Hanusch-Krankenhaus auf der Unfallstation bin ich dann gefragt worden, wie das eigentlich, wer mich gerettet hat, wer mich gefunden hat. Und da hat Doris gesagt, sie wissen ohnehin, der Hund ist ihr Lebensretter. Denn ohne ihren Hund wären sie spätestens in einer Dreiviertelstunde verblutet innerlich. Und deshalb ist der Sammy mein tierischer Held und wird es immer bleiben. Hallo, ich bin die Heidi Fuchs und das ist meine Katze, die Schnurli. Die Schnurli ist jetzt mittlerweile ungefähr 19 Jahre alt und ist uns vor 12 Jahren ungefähr zurückgelaufen. Meine Katze ist deshalb für mich eine Heldin, weil es mir 2010, nachdem ich vor der Nachtschicht heimgekommen bin, also so permanent neben mir geschrien hat und mich versucht hat aufzuwecken. Im ersten Moment habe ich nicht gewusst, was los ist. Und dann erst gemerkt habe, dass die Wohnung voller Rauch ist. Den Ärztelage habe ich zuerst einmal noch gar nicht gemerkt, weil ich mir eigentlich gedacht habe, ja, ich gehe ins Stirnhaus eigentlich zu den anderen Leuten runter, aber das war einfach nicht mehr möglich. Und wir uns dann bei der Feuerwehr bemerkbar haben machen müssen, damit wir rauskommen. Und sie die ganze Zeit neben mir war und gewartet hat. Und genau deshalb ist Schnurli eigentlich mein tierischer Held, gell?